So, ja. Ladies and Gentlemen, wir gehen rein in den Dungeon Hexenwasser. Albtraum Dungeon 16. Gucken wir mal. Hab gehört, da farmt man am besten Items. Wir tryen das einfach mal aus, ob wir das schaffen. Mal gucken. Druide. Wieder am Stizzle-Manizzle. Betrete. Befreie die Gefangenen. Okay. Das heißt, wir müssen nur Gefangene befreien. Oh oh, die sind 69. Das heißt nicht geil. Aber wenn wir schon so abgehen, können wir uns auch XP. Mir ist egal, was der Trank kann. Solange wir XP kriegen. Oh, 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 oh. Ah, ich glaube, das 16 ist ein bisschen hoch, würde ich sagen, wa? Ja, 16 ist ein bisschen dezent. Aber vielleicht können wir es schaffen. Na, es ist schon mal wieder tot. Ja, das wird auf jeden Fall ein wilder Ritt, würde ich sagen. Da musste ich mal Tränke benutzen sogar. So, am Anfang, wo ich rein bin, sah es ja voll entspannt aus. Okay, die Gegner sind aber auch eklig hier. Ich kenne auch die A-Fixe nicht. Ja, aber komm, die sind 9 Level vor uns. Und die machen Gift schon. Gift die Gift. Ja, da müssen wir durch, ne? Schön in die Wand reinschmettern, dann sind sie nämlich gestunt. Und gegen gestunte Gegner machen wir mehr Damage. Geil. Ich bin noch nicht bereit. Oh, da ist eine Elite. In die Wand mit dir, geht nicht. Ja, das ist halt nervig, wenn die erhöhtes Leben haben. Oh oh. Oh oh. Oh, das war ein schöner. Ich versuche den mal zu stunnen hier. Schön. Ja, wird schon interessanter hier. Ich hätte Gift Resistance mitnehmen sollen. Habe ich Gift Resistance? Dornenrüstung. Erhält kritische Trefferschaden. Schattenwiderstand. Magiewiderstand. Ziegenmenschen kämpfen wir nicht. Ausweichchance wird nur erhöht. Wollen wir kritischen. Komm, wir nehmen kritischen Trefferschaden. Ist egal, ob es Waste ist. Bitch, wir dürfen das. Wir haben von den Tränken eh so viel. Wir können auch so viel herstellen. So, hier sind auf jeden Fall two people.
Oh, dann kommen auch richtig, da kommen 30k Crits raus. Ah. Rein in die Wand mit dir. Oh, shit. Don't touch me, bitch. Boah, der hat gerade 17.000 Crit und dann hat er, glaube ich, noch 10.000 reingekriegt. Oh, oh. Jo, das schmeckt. Das hat geschmeckt. Das hat sogar sehr geschmeckt. Man merkt richtig den Crit-Trank. Kleine Bitch. Friss das. Oh, die haben vampirisch, ne? Oh mein Gott. Ich muss noch etwas warten. Rein in die Wand mit dir. So, der letzte Mensch. Ihr seid ein Heiliger. Oh. Okay, die waren jetzt einfach. Also, solange es keine Elite ist. Nutzt eine. Was sollen wir jetzt? Begebt euch nach Schlängeln der Pfad. Okay. Zerstöre Talismänner. Das Geilste ist immer, wenn wir die so ins Taumeln bringen. Oh! Was hat er gemacht? Junge! Rein in die Wand mit dir. Oh ja, schön. 40.000. Lecker. Wir sind nicht gestählt, deswegen zappen wir hier gerade den Damage nicht so rein. Also sobald wir gestählt sind. Ja, der Rift ist besonders ekelhaft wegen den. Oh. Wegen dem ganzen Gift. Oh. Der haut doch ordentlich rein. Oh. Oh, Mama. Geh's dann. So. Ah, müssen wir ein bisschen. Da müssen wir leider ein bisschen den Rücktritt antreten. Das ist halt so. Da müssen wir ein bisschen mit Taktik spielen. Geht nicht anders. Die sind halt wirklich brutal, die Dinger hier. Also 16 ist schon eine gute Grenze für uns. Also es ist schön, das einfach mal rauszufinden, wo unsere Grenze ist, obwohl wir tatsächlich. Oh oh. Oh, oh shit. Oh, Alter, zum Glück haben wir das zurückstoßen. Frisst das. Oh, shit. What? Oh, du Bitch. Oh, Alter, was ist das? Die haut mir mit jedem Hit einfach. Junge, what? Alter, der hat mir gerade mit jedem Hit Eis reingeprügelt. Und selbst mein fucking. Selbst mein fucking Dings hat's nicht ausgehalten. Okay, dann kommt noch die Affixe immer noch mit dazu, die in dem Dungeon selber sind. Weil man hat ja immer einen positiven und dann hat man noch diese negativen Aspekte drin, in diesem Rotz. Und wir müssen rechnen, die Dinger sind nochmal fucking, die Dinger sind nochmal
9 Level höher als wir selber. Bitte lass das eine Verbindung sein. Oh ja, Damage. Jetzt müsste ich schnell den Trank finden. Jetzt müsste ich den Stinks finden, schnell. Ja, kannst du mal auch was machen? Ich bin noch nicht bereit. Oh, jetzt sterbe ich gleich. Alter, ohne die... Oh mein Gott. Also ohne die... Ohne die Säule wäre es gerade ein bisschen hart geworden. Davon einfach mal so erwähnen. Ah, nach oben hätten wir gehen müssen. Das war sehr schade. So können wir nicht wirklich den Dings ausnutzen. Ja, da war die Säule. Oh mein Gott. Ich muss noch etwas warten. Man kann sehen, das sind diese OP-Dinger mit dem Frost. Jo, und jetzt bin ich tot. Kann ich nichts machen, Alter. Ich werde permagestunt. Und du kommst auch von denen nicht weg. Von denen kommt man nicht weg. Ja, wenn sie da festhängen, perfekt für mich. Ich bin noch nicht bereit. Alter. Ich bin noch nicht bereit. Oh mein Gott! Oh, solange diese Mistsau nicht randasht, ist alles gut. Junge, hau doch drauf, du Pisser. Oh, Alter. Also bald das Vieh randasht, ne? Einfach nur weg. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Jetzt kommt doch noch ein Boss, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wo der hinging, der ging. Diese Stunts sind zum Kotzen. Die da. Junge, hau doch mal auf den Dings drauf. Weil...
Okay, die kann aber nichts, der Boss. Das ist nicht ganz so schlecht. Die wäre ein bisschen nervig. Genau. Das meine ich nämlich. Ja. Wenn sie nämlich diese Dinger loslässt. Das ist schöner Damage gerade gewesen. Sehr, sehr schöner Damage. Ich muss noch etwas sagen. Haha, tot. Mal gucken, wie viele Punkte wir kriegen. Ich habe noch nie einen 16er gemacht. Yes, baby. Oh, Junge. Das war ein Game, Leute. Leute. Das war ein 16er. Jetzt können wir auch noch... Die müssen wir aufpumpen. Wir haben 26 EP. Die braucht 35. Dann böllern wir die noch weiter auf. Nice. Und dann nochmal 11 rein. Ja, GG. Das war... einen 16er haben wir Dings bekommen dafür. Ja, wir haben sogar einen 19er gekriegt. Oh, yo, Alter. Wir können jetzt einen 19er Albtraum Dungeon Run machen. I mean, mir fehlt halt eine Sache. Und zwar, ich kann euch das mal zeigen. Auf dem Amulett hier, dieses Pulverisieren, das muss raus. Und dann bräuchte ich das, also den Ring. Den Ring bräuchte ich, das könnte ich switchen, weil ich könnte die Sachen hier wegnehmen. Und das Pulverisieren ist jetzt eine Erdfähigkeit, müsste auf dem Helm sein. Dann könnte ich auf dem Ring das machen, dass wenn ich glaube, Basic Attacks oder sowas, irgendwas mit Crit verursacht. Aber ist egal. Hey, wir haben es geschafft. Let's do it. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss.